Test, Test, Test. So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Dann schauen wir mal. Eine Runde Blade and Soul heute. Oder mal wieder, nach längerem Abstinenz, sag ich mal. So, fangen wir erst mit der Charakterstellung hier an. Badam, Charakter stellen. Klingenmeister sind ausgeglichene Kämpfer, die ihre Schwerter mit tödlicher Präzision. Was nehmen wir denn Schönes? Blitzschnell können sie Angriffen ausweichen eigentlich? Und gleichzeitig ihre Gegner niederstrecken. Bogenläufer. Bogenläufer lassen mit verschiedenen Angriffen und Kombos einen Hagel von Pfeilen auf ihre Gegner niedergehen. Mit Pfeil und Bogen, Beweglichkeit und einzigartigen Kontrollfertigkeiten bewaffnet, meistern diese vielseitigen Krieger jede Situation. Mit ihren gewaltigen Zweihändern sind Beschützer ausdauernde Nahkämpfer, die beträchtlichen Schaden einstecken und auch austeilen können. Sie versetzen sich in zornige Wut, schützen und stärken ihre Verbündeten, wenden Angriffe und Debuffs ab und schlagen diejenigen nieder, die ihnen im Weg stehen. Schützen verwenden um verheerende Kombos zu entfesseln und ihre Verbündeten zu unterstützen. Schütze. Ist das Nachtklinge? Die verschlagenen Nachtklingen.
setzen auf ihre Gewandtheit und einzigartige Tarntechniken, um Gegner zu erledigen. Mit Fallen und blitzschnellen Angriffen meistern sie jede Situation, häufig ohne auch nur einen Konter. Okay. Was haben wir noch? Klingenmeister? Klingenmeister sind ausgeglichene Kämpfer, die ihre Schwerter mit tödlicher Präzision führen. Blitzschnell können sie Angriffen ausweichen und gleichzeitig ihre Gegner niederstrecken. Okay. Der Kung-Fu-Meister. Kung-Fu-Meister sind tödliche Waffen aus Fleisch und Blut, die alle Gegner nur durch ihre Körperbeherrschung und gepanzerten Fäuste vernichten. Diese agilen Nahkämpfer sind Experten für Konter und Grifftechniken. Okay, Anspruch, Experte. Okay, Paktierer als nächstes. Paktierer beherrschen das Schlachtfeld mit grausamen Zaubern und befehligen Diener aus der Unterwelt. Sie mögen von nahem verletzlich aussehen, doch diese Meister des Fernkampfs stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar. Oh. Was haben wir noch als letztes hier für die Chin? Elementarkämpfer. Okay. Elementarkämpfer vereinen die Brutalität des Kung-Fu-Meisters im Nahkampf mit den Elementarangriffen des Gewaltenbändigers. Sie kanalisieren Qi und setzen es frei, um Gegner zu zermalmen und Verbündete zu schützen. Okay. So, gucken wir mal bei den... Okay, Mann-Frau auf jeden Fall noch möglich. Gun. Was gibt's denn hier Schönes? Haben wir hier was Neues eigentlich? Geschütze hatten wir schon. Kung-Fu-Meister hatten wir schon. Gewaltenbändiger. Bei den Chin nicht. Okay. Macht er? Gewaltenbändiger sind Meister des eigenen Qi und der Elemente. Ob Flammenhagel, eisige Kälte oder gewaltige Energien. Sie haben für jeden Gegner die richtige Technik und halten Feinde stets auf Distanz. Mhm. Okay. Der Berserker. Die Berserker bringen mit ihren riesigen Äxten jedem das Fürchten bei. Im Nahkampf setzen sie auf ihre gewaltige Stärke, um Gegner einfach durch die Luft zu wirbeln und deren Angriffe zu absorbieren. 7 auf einen Streich? Kein Problem. Okay, Elementarkämpfer hatten wir bei den Chin schon. Hier gibt's auch Mann und Frau. Die dann eigentlich so die Berserker bringen mit ihren riesigen Äxten jedem das Ja, okay. Im Nahkampf setzen sie auf ihre gewaltige Stärke, um Gegner einfach durch die Luft zu wirbeln. Gehen wir nochmal kurz zu Chin. Wie sieht da die Frau aus? Oh. Klingenmeister sind ausgeglichene Kämpfer, die ihre Schwerter mit tödlicher Präzision führen. Okay. Gewaltenbändiger sind Meister des eigenen Qi und der Elemente. Ob Flammenhagel, eisige Kälte kleine süße Lunge. So. Sie haben für jeden Gegner die richtige Technik und halten Feinde stets auf den Astro hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Astronauten, die Macht des Himmels zunutze. Dank ihrer Kontrolle über die Realität können sie über das Schlachtfeld teleportieren und ihre Gegner mit strahlender Energie blenden. Aha, schwierig zu spielen, okay. Oh ja, wenn sie meinen. Beschütze hat man schon, Schütze hat man auch schon. Klingentänzer hat man doch noch nicht. Klingentänzer setzen auf schnelle Schwerthiebe, um sich einen Weg durch ihre Gegner zu bahnen. Sie nutzen ihr Qi, um einzelne Gegner schwer zu verwunden oder mehrere Feinde auf einmal zu erledigen. Mhm. Nachtklinge hatten wir schon. Schwöre, was macht der Schönes? Schwöre bedient sich der Kräfte der Natur, um ihre Gegner zu besiegen. Und dann wären da noch ihre Begleiter, die wirklich bis zum letzten Atemzug für sie kämpfen. Ah, stimmt, das war das, wo man eine extra Katze hat. Aha, als Begleiter. Paktiere hatten wir schon. Gewaltenbändige hatten wir auch schon. Jetzt haben wir noch die Jun. Klingenmeister sind ausgeglichene Kämpfer, die ihre Schwerter mit tödlicher Präzision führen. Bogenläufer hatten wir schon, Schütze hatten wir schon, Klingenmeister auch, Kung-Fu-Meister, Gewaltenbändiger und Elementarkämpfer. Okay, die hat man alle schon. So, ich bin ja eher der Lünn-Spieler eigentlich. Gewaltenbändiger sind Meister des eigenen Qi und der Elemente. So, ist die Frage, was nehmen wir hier?
Sie haben für jeden Gegner die richtige Technik und halten Feinde stets auf Ja. Zentrenze beschützen oder doch beschützen? Mit ihren gewaltigen Zweihändern sind Beschützer ausdauernde Nahkämpfer, die beträchtlichen Schaden einstecken und auch austeilen können. Sie versetzen sich in zornige Wut. Glaube ich nehme einfach Klingentänzer mal wieder. Habe ich von lange nicht mehr gespielt, auf jeden Fall. Auf schnelle Schwerthiebe, um sich einen Weg durch ihre Gegner zu bahnen. Sie nutzen ihr Chi, um schwierig, einzelne okay. Gegner schwer zu verbinden. Egal, wird schon schief gehen. Gehen wir mal weiter. So, ui. Jetzt kann man natürlich alles Mögliche einstellen. Um Hintergrund und Kamera. Ja, gut. Eine Pose auch noch. Ich glaube, brauchen wir nicht. Oder? Wir lassen es einfach mal. Gleitung. Okay, das ist eigentlich PvP-Gleitung. Das ist jetzt eher normale Klamotten. Denke ich mal auch relativ egal erstmal. Okay, man kann auch Stimme auswählen. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. So sieht's aus. Niemand hält uns auf. Ihr seid schon tot. Ihr wisst es nur noch nicht. Das ist auch gut. Es gibt eine ganze Welt zu entdecken. Ja, das glaube ich dauert ein bisschen. Es gibt eine ganze Welt zu entdecken. Ach, ich nehme jetzt einfach mal. Ihr seid schon tot. Ihr da. Wisst es nur noch nicht. Da! Nächstes Schießen. Okay. Ich glaube, da ist nicht viel Unterschied. Aber egal. Wir lassen das mal so. Oh Gott. Voreinstellungen. Ja, also hier beim Editor kann man auf jeden Fall genug einstellen. Kann man sich in ein paar Minuten mit beschäftigen. Ja, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme einfach, habe ich eigentlich noch altes Aussehen, wo ich mal gespeichert habe. Oh, habe ich sogar noch. Sehr schön. Nicht alles einstellen hier. Nehmen wir den. Was da? Oh, wieso nicht? Nehmen wir einfach den, das Aussehen. Also man kann hier natürlich noch viel mehr einstellen. Wie gesagt, das ist jetzt ein Aussehen, das ich mir mal in früheren Zeiten mal erstellt habe. Das geht in-game ganz einfach. Kann ich nachher irgendwann auch mal zeigen, wenn wir dann mal wirklich in-game sind, wie das funktioniert. Ansonsten, also wie man hier sieht, Basisreiter, ganz normal Unterschiedstypen einstellen. Unterschiedliche Hautfarben, auch Reflexionen, Haare, unterschiedliche Haartypen. Nee, danke. Wir lassen das so, wie es war. Haarfarbe, dann hier bei den Lünen auch unterschiedliche Ohren und Pfeife und so weiter. Also. Hier kann man auf jeden Fall lang genug rumspielen, um seinen eigenen Char hier aufzubauen. Den man eben haben möchte. Hier kann man auch noch die Statur anpassen, oder könnte man anpassen theoretisch. Mache ich jetzt natürlich nicht. Hier im nächsten gibt es noch Gesichtsschmuck. Hier kann man auch unterschiedliche Augen einstellen.
Ich habe jetzt, glaube ich, mir ja fast die normalen Augen genommen. Könnte auch so ein bisschen Schlangenaugen natürlich nehmen. Nee, natürlich auch was. Hat auch irgendwas. Nein, ich bleibe bei den normalen. Ja, hier noch dann die Augenfarbe änderbar. Aber wie gesagt, ich lasse das so. Ich habe ja schon mal alles voreingestellt gehabt. Von daher, hier braunen Typen kann man auch einstellen. Je nach Geschmack und Vorlieben. Bart hat sie jetzt natürlich nicht. Deshalb sieht man auch nichts. Aber hier könnte man das einstellen. Noch unterschiedliche Wimpernformen. Schminke könnte man auch noch auswählen. Ebenso Lippenfarbe. Oder halt auch noch zusätzlichen Schmuck, wie so ein paar Höschen hier. Ein bisschen extrem, aber egal. So ein kleines Herzchen auf der Wange oder ein Schmetterling, glaube ich, sollte das sein. Aber ich lasse das jetzt einfach mal ohne alles, ohne Schnickschnack. Gehen wir mal weiter zu den Gesichtsdetails. Also hier kann man das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher einstellen, das ganze Zeug. Braunposition, Braunwinkel, Tiefe etc. pp. Also da kann man alles Mögliche noch einstellen. Also wie gesagt, hier kann man sich seinen eigenen Char selber zusammenbauen, je nach Lust und Laune. Genug Einstellungen gibt es auf jeden Fall. Wir könnten sogar altern lassen. Mit schönen Stirnfalten drin. Richtig alte Oma. Aber nein, nein. Wir lassen so, wie es war. Ihr könnt das dann machen, wie ihr wollt. So, Körperdetails. Hier kann man natürlich auch noch alles Mögliche einstellen. Kopfgröße, Halsbreite, Halslänge, Brustkorb, was auch immer. Also wie gesagt, hier kann man sich austoben. Wie gesagt, ich will gerne so, auch die Größe. Bei mir ist alles nach links gezogen, alles an den Reglern. Das kleinstmögliche sozusagen, was eigentlich geht. Ja, jetzt gucken wir einfach mal irgendwann weiter, weil das bleibt einfach so. Wählen wir uns natürlich den Server aus, gibt es jetzt in dem Fall nur einen. Und hier vielleicht schon mal ein Tipp oder Trick für Anfänger, Einsteiger, die jetzt zum Beispiel nicht so wissen, was sie für eine Klasse spielen sollen. Die wählen sich halt einfach, so wie wir jetzt gemacht haben, einfach eine Klasse aus oder eine Rasse. So, und können dann hier schon mal ein bisschen Probe machen, wenn sie hier auf diese Stufe 50 klicken. Können wir ja mal kurz kommen, das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt egal. Wir machen das einfach mal, damit ihr das seht, wie das theoretisch funktioniert. Test A, B, C, S, was weiß ich. Und hiermit kann man nämlich so einen Stufe 50 Char schon mal erstellen. Ja, ich sagte halt, was weiß ich, ob man den erstellen will und dass man halt auf so ein Trainingsgelände kommt und dort kann man, wie gesagt, schon mal ein paar Fertigkeiten von der Klasse eben dann mal ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, das ist für Neulinge oder Einsteiger hier in diesem Spiel gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die können da eben das mal ein bisschen austesten, was der dann eben so alles kann. Hier in unserem Fall, wir hatten ja diesen Blade Dancer oder Klingentänzer genannt. Das ist hier dieser Testabsatz und wie wir sehen, hier sind jetzt Stufe 50. Also er hat uns direkt angehoben hier. Jetzt gehen wir einfach mal auf Spielen. Schauen wir mal, dass man dann... Jetzt kommen wir, wie gesagt, so in diese Trainingsarena, wo man dann hier ein bisschen mit diesem Char rum experimentieren kann. Ohne jetzt halt, wie gesagt, einen kompletten neuen Charakter erstmal auf Level 50 hochzuleveln. Ist natürlich so gar nicht so schlecht, weil dann sieht man eben die ganzen Fertigkeiten. So, ich hoffe, das funktioniert. Da, 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 da. Rödel, rödel, rödel. Ja. Ansonsten, jemand schon da? Falls ja, wie geht's, wie steht's?
Heute noch irgendwas geplant? Eine Umfrage ist eingetroffen. Der Charakter. Okay, ja, sobald wir fertig sind, könnte man den Charakter dann auch direkt auf Level 60 hochschrauben. Okay, hier vielleicht gleich auch schon mal vorab. Es gibt auch Fraktionen in diesem Spiel. Einmal die Kaminlegion, das sind die Roten hier, und einmal den Koelin-Orden, das müssten die Blauen sein. Ja, und normal muss man während dem Spiel, also entweder ganz relativ am Anfang vom Spiel oder ein bisschen später, dann muss man sich für eine Fraktion entscheiden. Man kann die aber auch wechseln. Von Koelin in Kamin ist das meistens ein bisschen einfacher, weil die Kamin meistens immer ein bisschen überlaufen ist. Ich weiß zwar nicht wieso, ich denke mal, weil da ein bisschen mehr Action abgeht meistens. Deshalb kann man hier einfach mal Kamin machen. Oh, das ging sogar gerade. Ja, das hat man schon mal. Und genau, hier kommen wir jetzt zur Trainingsgelände der Hormone. Hier ist erstmal so ein bisschen Grundsteuerung, wird ein bisschen beigebracht erstmal, wie was, wann, wo. Wie man sich bewegt, also wie man sprintet, dass man auch gleiten kann. Mannsport gibt es später auch irgendwann mal. Okay, aber jetzt erstmal Start. So, jetzt sind wir hier. So. Lest den Brief. Okay. Dann mit Alt drücken. Dann lesen wir den Brief. Geehrte Kriegerseele, ihr befindet euch am Eingang des Trainingsgeländes der Hormone, wo ihr die Fertigkeiten lernen werdet, mit denen ihr das irdische Reich erforschen könnt. Wer nun gelernt hat, mit all die Maus zu benutzen, könnt ihr mit eurem Training fortfahren. Okay. Nachdem ihr diese Musik gesehen habt, könnt ihr die Ausrüstung erhalten und das Windwandeln üben. Die Fähigkeiten, die ihr erlernt, werden euch behilflich sein, wohin auch immer eure Abenteuer euch verschlagen werden. Mögen Freundschaft, Güte bei und Aufrichtigkeit stets eure Begleiter sein. Okay, passt. So, dann holen wir jetzt mal die Klamotten hier. Mit F. So, die ziehen wir natürlich auch an. Seid ihr mal in unser Inventar mit I. Ziehen das Ding hier an, also mit Rechtsklick drauf. Okay. Ich weiß nicht, wieso jetzt die Garderobe mit F3 öffnen soll, aber egal. Hier sieht man halt nochmal den Charakter. Aber gut. Im Moment eigentlich eher unwichtig. So, jetzt gucken wir uns mit dem F in den Felsen wegzuhauen. Und ihr seht ja auch hier unten schon hier die ganzen Fertigkeiten, die eigentlich schon alle freigeschaltet sind. Ja, noch nicht alle, aber so gut wie. Ja. Und die kann man hier dann eben, wenn man hier jetzt diese kleinen Vorabschnitt, sage ich mal, gemacht hat, kann man die dann nämlich ein bisschen austesten. Das ist gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, vor allem wenn man nicht weiß, was man will oder welchen man spielen soll. Hier lang. Okay. So, und jetzt müssen wir uns teleporten. Das heißt, wir machen die Map mit M auf und klicken hier auf diesen grünen Teleportmarke. Sind wir sicher als Windwandeln, aber Teleport, Windwandeln. Egal. Da, 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 da. Dauert es wieder ein bisschen, bis er lädt. Tja, ja. So, dann müssten wir, wenn er das fertig geladen hat, nämlich in dem Trainingsraum sein. Hoffe ich zumindest, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Genau, jetzt sind wir hier in Trainingsabteilung. Beziehungsweise im Trainingsgelände. So, und hier kann man einmal annehmen, dann
kann mir so ein bisschen die Fertigkeiten üben oder auch mal angucken, was das überhaupt macht. So, rechte Maustaste. Okay. Also ein bisschen Training, sage ich mal, ist das jetzt. Ja, okay, nichts da. Ja, kommt mir auch ein bisschen teilweise so ein paar Kombos gezeigt. So kann man halt hier den Plan ein bisschen austesten. Ich kann aber auch zum Beispiel Training wählen machen. Also das waren jetzt sozusagen hier für diesen Möbelsturm-Speck waren das mal so ein bisschen Anfangstraining. Das gleiche könnte man jetzt auch machen, indem man auf die Speck von der Donnerklinge wechselt und hier dann wieder Start drückt. Ich wollte mal kurz machen. Wir wechseln da mal hin, anwenden. So, also hier sieht man dann auch, hier sind auch dann andere Sachen. Kann man hier auch ein bisschen rumspielen mit der anderen Speck. Welche einen da vielleicht dann auch lieber ist dann später. Weil die kann man später dann auch auswählen. Oder sich entscheiden für eine. Aber man kann natürlich auch frei kämpfen. Zum Beispiel, wenn man hier oben auf Verlies geht, kann man hier wieder einmal gegen eine Trainingspuppe kämpfen. Oder zumindest hier mal diese ganzen Sachen austesten. 1. Kann man dann hier mal die ganzen Fähigkeiten ein bisschen durchtesten. Wenn man möchte. So. Ansonsten. Ja. Also wie gesagt, man könnte jetzt nicht nur gegen eine Trainingspuppe, man kann sich auch so Bosse aussuchen, die es in verschiedenen Dungeons so gibt. Könnte man jetzt auch mal hier sich irgendeinen ranholen und könnte versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Wird jetzt vielleicht für einen kompletten Neueinsteiger jetzt vielleicht nicht so ganz hinhauen, aber hey, kannst zumindest mal machen und man weiß es eventuell für später. Okay, ansonsten hätte man, also es gibt auch so Tickets für Level 60 Charakter. Die Level 60 Charakterstufe, und wenn ich hier auf Stellen erstellen klicken würde, würde er dann halt auch ein Level 60 machen draus. Und mit dem könnte ich dann die Story weitermachen. Beziehungsweise auch allgemein halt weiterspielen. Aber ich will ja jetzt kein Level 60 direkt machen mit dem Ticket, sondern wir wollen ja vom Scratch anfangen sozusagen. Deshalb gehe ich einfach hier wieder auf Charakter wechseln und gehe wieder zurück sozusagen in die Charaktererstellung. Aber so schon mal ein kurzer Ausflug, dass man vielleicht so schon mal eben, wie gesagt, testen kann. Verschiedene Klassen etc. pp. Und also so viele Charakterplätze wie ich habt ihr jetzt normalerweise am Anfang auch nicht. Ihr habt normalerweise nur 2 Stück. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da so ein paar testen wollt, könnt ihr einen erstellen, den erstmal testen, den dann auch wieder löschen. Also hier auf Charakter löschen einfach gehen, das dauert auch nicht lang, das sind glaube ich 5 Minuten. Test das löschen, ja, genau, wir bleiben 5 Minuten mehr oder weniger. Wo er halt braucht, um den Char zu löschen, und in der Zwischenzeit könntet ihr ja dann den neuen Charakter anlegen und den dann weiter testen oder auch wieder testen. Oder ihr wisst halt schon, was ihr wollt. Also wie gesagt, wir wollten ja einen Lünn. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, den Klingentänzer mal. Als Frau, weil ich da auch den Charakter, das Aussehen schon von habe. So, Informationen zum Aussehen des Charakters wurden angewandt. Oh, genau.
Das ist unser Charakter. Gehen wir weiter. Bin zu jung. Also diesmal gehen wir nicht auf Stufe 50, weil wir wollen nicht testen. Wir wollen ja von Stufe 1 anfangen. From scratch. So, jetzt hoffe ich, dass es meinen Namen nicht gibt. Das geht nicht, weil da mehr Zeichen jetzt drin ist. Aber irgendwie. Machen wir es einfach mal so. Was? Ach so, das geht nicht irgendwie da. So vielleicht? Gibt's den? Ach. Gibt's wieder alles schon. Dann nennen wir uns halt Venus Klingendance. So, Stufe 1, dann legen wir mal los und spielen, starten das Spiel. Ladescreen. Das ist im Moment halt noch so das einzigste Ding, das dauert immer ein bisschen. Katzen. Ich lasse die Katzen erstmal laufen. Ich überspringe die jetzt nicht. Passiert ist. Hey! Ach, aufwachen, Grashüpfer! Ach, Langschläfer! Die Sonne steht schon am Himmel! Aufstehen! Oh, bin ich etwa eure Mutter? Glaube nicht. So. Grashüpfer, ihr seid noch im Bett? Das ist ungewöhnlich. Zieht euch an. Meister Hong wünscht ein Treffen. Wo ist meine Uniform? Warum fragt ihr mich? Ihr müsst los. Benutzt die Tasten W, A, S und D, um eure Uniform zu holen. Okay. Seht euch mit der Maus danach um. Drückt Escape oder haltet Alt gedrückt, um den Mauszeiger anzuzeigen. Ihr solltet für das Training bereit sein, Grashüpfer. Schlaft ihr noch? Kommt schon, aufstehen. Ja, ja. Ich glaube, eure Uniform liegt auf der Kommode. Benutzt W, A, S und D, um sie zu holen. Ihr könnt Alt gedrückt halten, um den Mauszeiger zu sehen.
Immer mit der Ruhe, Lady. Sind noch nackig. Nackig. So, Klamotten. Ja, die will ich nehmen. Jetzt öffnen wir mal wieder unsere Inventar. Anlegen. Wie ich sage, nicht mehr nackig hier rumrennen. Gehen wir Gil Hong aufwecken. Er steht immer als Letzter auf. Grashüpfer, hallo? Schlaft ihr noch? Habt ihr verpasst, was ich gesagt habe? Dann öffnet mit J euer Questlogbuch. Okay. J. Questlogbuch, sehr schön. Ne, voll bla bla bla. Ja, wird schon passen. So, hinterher. Wo sind? Guten Morgen. Ein neuer Tag. Wir sollten heute wieder kämpfen, Grashüpfer. Gestern hatte ich euch fast. Ja, ihr habt euch wacker geschlagen. Irgendwann werde ich gewinnen. Niemand kann Gil Hong aufhalten. Aha. Dreht euch um. Bewegt euch zum grünen Reich. Zu mir. Alle werden rechtzeitig fertig sein, um Meister Hong zu treffen. Nun ja, fast. Jungmuk sucht nach euch. Okay. Epische Quest ist aktiv. Ihr habt verschlafen, Grashüpfer. Bei mir faulenzen Schüler nicht. Der Meister bittet um ein Treffen vor seinem Gemach. Lu Sung ist irgendwo unterwegs. Geht ihn bitte mit Jin Yong suchen. Das Treffen beginnt bald. Beeilung. Immer dieser Stress. Baby oder Schiff? Okay, da oben müssen wir hin. Schiff ist, glaube ich, einfacher für mich zumindest. Schnelles Laufen. Und wie man sieht, beim schnellen Laufen braucht sie hier unten dieser grüne Balken. Und wenn der leer ist, kann man natürlich nicht mehr schnell laufen. Die Wolken ziehen auf. Lu Sung! Bruder Lu Sung! Was macht ihr denn hier? Schon. Ja, ich wollte gerade aufbrechen. Oh, unser kleiner Grashüpfer ist aber früh wach. Ja, und zwar dank mir. Na, was ist los? Da drüben. Oh, oder nicht? Da war eine Frau in Weiß am Himmel. Noch nicht ganz wach, hm? Nein, sie war da, ich schwöre es. Tada, da war sie. Kurz. So, laber mal mit ihm, Kollegen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr? Ja. Wer hart trainiert, wird belohnt. Auch euer Tag wird kommen, Grashüpfer. Ich hoffe, dass auch meiner bald kommt. Gehen wir zum Übungsplatz? Von mir aus. Space Gleiten. Okay. Ja. Alle da? Gut. Dann kommt her. Näher, bitte. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen und meine Stimme ist nicht mehr, was sie einst war. Vor langer Zeit war die Hongmun-Schule im ganzen Reich bekannt. Leute auf der ganzen Welt wollten unsere Techniken lernen. Die Hongmun-Künste.
Ich kann nicht mehr so viele Schüler lehren wie früher. Nur einige habe ich gewählt, um sie auf den Weg der Hongmun zu schicken. Die Techniken sind mächtig. Nur Barmherzige und Ehrenhafte sollten sie nutzen. Da sind wir doch, oder nicht? Um die Geheimnisse auf dem Weg der Hongmun zu lernen, müsst ihr selbstlos handeln, Notleidenden helfen, das Gesetz achten und aufrichtig leben. Das ist der Weg der Hongmun. Ich nehme die Hongmun-Künste nicht leicht. Nur jene bekommen den Folianten der Kampfkünste, die für den Weg bereit sind. Trainiert weiter und zeigt Respekt. Mit der Zeit werdet ihr alle lernen. Wo war ich? Ach ja, Grashüpfer, kommt bitte mit mir. Okay. Auf geht's. Ich folge dieser Spur. Nehmen wir K drücken. Ja. Also wie gesagt, hier sieht man auch nochmal das Fenster, wo man dann später auch auswählen kann, welche Speck man wählen möchte. Jetzt aber noch uninteressant, weil noch können wir leider nicht wechseln. Das geht leider erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich vertraue euch dieses Buch an. Es mag euch jetzt nicht hilfreich erscheinen, aber mit jeder neuen Stufe, die ihr erlangt, wird euch das Buch neue Fertigkeiten und Techniken zeigen. Lasst euch von ihm auf eurem Weg führen. Jupp, werden wir machen. Da ihr nun das Buch habt, seid ihr bereit, die Hongmun-Künste zu lernen. Ich kümmere mich sonst persönlich um meine Schüler, aber mir geht es nicht gut. Das hört man. Jungmuk ist ein guter Lehrer. Bringt ihm das Buch zum Übungsplatz. Hört zu. Und trainiert fleißig. Ihr werdet mich stolz machen, Grashüpfer. Das werden wir sehen. Aber ich denke mal. Hier raus. Und von meinem sieht man es vielleicht besser. Okay, einfach darüber rennen. Zack. Das macht er nicht. Aber gut. Warum wollte der Meister euch sprechen? Tja, wir haben ein Buch bekommen. Wirklich? Schüler bekommen den Folianten der Kampfkünste, wenn sie für weiteres Training bereit sind. Das Buch des Meisters enthält alle grundlegenden Fertigkeiten, die ein Mitglied der Hongmun-Schule lernen muss. So sieht's aus. Also seid ihr von diesem Augenblick an ein offizieller Schüler unseres Clans. Glückwunsch, Grashüpfer. Ich werde euer erstes Training der Kampfkünste persönlich leiten. Sehr schön. Vielen Dank. Hier, ihr braucht eine Waffe. Legt sie an. Huhu. Huhu. Waffe. Und gleich mal aufgeschrieben. Sehr schön. Inventar aufmachen. Waffe. Trainingsschwert. Angriffskraft 4. Genauigkeit 2. Lalala. Hier legen wir einfach an. So, wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, die ist hier unten so nie aufgeploppt, so eine komische Uhr, Sanduhr. Hier steht eine 1. Das sind Anmeldebelohnungen. Vor allem, wenn man anfängt, ist das gar nicht so verkehrt, weil hier kriegt man so ein bisschen Belohnungen umsonst sozusagen, je nach Dauer, die man eben hier schon im Spiel verbracht hat. Jetzt in dem Fall bekommen wir eine Sonnenperle und ein Emblem des Halbmonds. Okay, nehmen wir mit. Die nächste Belohnung gibt es in wieder einer halben Stunde, also immer so ein halber Stundenzyklus hier, wie man auch hier nebendran sieht. Ja gut, das Rechte ist, wenn man Premium-Mitglied ist und nicht Free-to-Play, so wie ich gerade. Bekommt man nochmal ein bisschen extra was. So, gehen wir mal weiter zu unserem Lehrer hier. Wollen ja was lernen. Beginnen wir mit den Grundlagen der Kampfkünste. Der Gegner muss anvisiert und in Reichweite sein, damit eure Fertigkeiten wirken. Macht Selbst Sinn. Die beste Fertigkeit ist nutzlos, wenn sie das Ziel nicht erreicht. Das ist wohl korrekt. Die Grundtechniken des Klingentänzers sind Brise, Sturmbö und Sturm. Visiert euer Ziel an und ihr seht die verfügbaren Fertigkeiten am Bildschirmrand unten.
Mit Linksklick benutzt ihr Brise, Sturmbö und Sturm. Sammelt mit diesen Fertigkeiten Fokus. Er wird für mächtigere Fertigkeiten verbraucht. Okay. Das ist Ruhe. So. Also, wie man jetzt auch hier unten dran sieht, wir haben jetzt nicht so viele Fertigkeiten wie vorhin, als wir Level 50 waren und wir den Charme mal ausgetestet hatten, beziehungsweise die Klasse. Hier haben wir halt jetzt gerade nur eine, zwei, drei, vier Fertigkeiten eigentlich nur im Moment zur Verfügung. Ja, und im Moment müssen wir halt jetzt mal hier das machen, was unser Lehrer hier sagt. Das heißt, wir sammeln Fokus. Also im Moment haben wir zwar eigentlich genug Fokus, das ist hier das blaue Zeug. Aber hey, ist ja Training für uns. So. Das sammelt nochmal Fokus und wir sollen dann mit Rechen angreifen. Das ist unser Rechtsklick. Und dann sieht ihr hier, das Brechen braucht zwei Fokus. Und das kann man eben hier mit Linksklick wieder auffüllen. So, was müssen wir jetzt machen? Wieder Fokus sammeln und hopp. Gucken. Das braucht auch zwei Fokus. Damit kann man jetzt auch wieder auffüllen. Und so, Alt drücken, weil wir Brief lesen wollen. Okay. Ein Grashüpfer, der nur am Tage trainiert, kann nicht in die Dunkelheit bekämpfen. Wollt ihr ein wahrer Hongmu-Schüler werden? Dann geht zur Höhle der Brühe und stellt euch eure Angst. Okay. Das habt ihr heute gut gemacht, Grashüpfer. Wir trainieren weiter, aber ihr seid ein guter Schüler. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmu-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Der Test repräsentiert die Angst, die wir alle in uns tragen. Ein wahres Hongmu-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr müsst sie allein betreten. Oh, von hier aus. Ich muss schon hin. Wieder auf die Kubu, Level 3. Boing, boing. Oh, zack. So. Geht in die Höhle, greift an den Lebenspunkt an, besiegt sie. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Also, wie gesagt, ich kenne mich ja schon ein bisschen besser aus. Hier, das 2 ist zum Beispiel so eine Annäherung an den Gegner. Und betäubt ihn auch für 2 Sekunden. Normalerweise sollte man hier aus diesem Kreis eigentlich herauskriechen und dann erst 1 drücken. Aber man kann es auch so machen, einfach. Kann es auch direkt auf 1 drücken. Es passiert also nichts, wenn man es trotzdem macht. Man wird nicht nochmal gekillt oder sonst irgendwas. In anderen Situationen sollte man das natürlich nicht machen, dann sollte man erst sich in Sicherheit bringen und dann 1 drücken. Weil sonst kann es sein, dass man gleich nochmal gekillt wird und dann ist man natürlich tot. Und kann kein Chi mehr regenerieren. So, jetzt trinken wir einen Schluck, damit wir wieder genügend Lebenspunkt haben. So, wie ging es scheitert? Geschafft, Grashüpfer. Ihr seht fast wie ein Krieger aus. Ha, sehr gut. Meister Hong glaubt wohl an euch.
Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Wieder ein Sprung, okay, jawohl. Und eine neue Fertigkeit. Fußtritt. Niederschlagen für 3 Sekunden. Yay. So, verlass die Höhle. Das tun wir doch gerade schon. So. Jump and run. Jin, so jung. Da steckt was. Sorgt euch lieber um euch selbst, Schätzchen. Ihr seid tot! Grasshopper! Los! Flieht! Los! Das Schwert, Hong. Jin So-Yun, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Wahl hat ihr? Jura, Gubon. Ja, ja, unser armer kleiner Meister. Jura. Ah ja. Oder bla bla bla. In dem eine Gegner des Siegler, ja, ihr könnt diese Gebiete einmonstern. Ach nee, hab ich gemerkt. Hallo. Runter. Und tschüss. Haha. Oh nein. Lusung, ja, ich... Ihr enttäuscht mich, Meister. War das schon alles? Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister? Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Hm? Dämmerschneide. Hm.
Bum. Dann war er weg. Ja, was für eine Macht. Alles in Brand gesteckt hier. Dachte ich's doch. Ihr seid stark wie eh und je, Hong Sukiyong. Doch ich bin nun unendlich stärker. Und euer Clan endet hier. Oder ihr rettet ihn. Das liegt bei euch. Was die richtige Entscheidung war. Nun, lass meinen Schüler gehen. Geworden. Ich halte meine Versprechen. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir in das Wasser geraten sind. Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Es brennt. Ah, war das unser Retter gewesen? Oder ist er noch? Eine Frau in Weiß. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Haltet sie auf. Haltet Jin So Jun auf.
Wacht auf! Aufwachen! Hört ihr mich? Hey, aufwachen! Gut. Mal ein kurzes Intro gehabt. Oh, ihr seid wach? Seid ihr in Ordnung? Jetzt. Was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Soyo. Ich sage Papa, dass ihr aufgewacht seid. Wer ist denn dein Papa? Ihr kennt Uchun nicht? Er ist von der Hongmun-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Aha. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger, das könnte das Ende sein. Tja, ich kann kämpfen. Hat zwar so vom hohen Felsen gesprungen oder gefallen. Wirklich? Aber, hab hey. Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Hoffe ich mal nicht. Das wäre nicht doof. Was zu tun ist, er ist draußen. So, haben alles. Waffe, Klamotten, fast. Ausgerüstet. So. Ein neuer Rekrut, was? Gut, aber ich habe keine Zeit für Albernheiten. Schafft diese Munitionskisten zu Gung Won, bevor wir alle tot sind. Wartet ihr auf eine schriftliche Einladung? Geht! Wir müssen das Bambusdorf vor diesen Marodeuren retten. Ja, ja, ist schon gut. Hier schon. Ihr seid der Hongmun-Schüler? Wie der Hauptmann? Für einen, der fast gestorben ist, wirkt ihr recht kräftig. Seid ihr nur halb so gut wie der Hauptmann, wärt ihr eine große Hilfe. Uchun fischte euch aus dem Wasser. Rennt rüber und zeigt ihm eure Dankbarkeit. Immer noch. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist die Ein-Mann-Armee am Strand. Oder wie man das auch immer ausspricht. Ja, so ist er. Ihr möchtet ihm helfen? Er ist ein großer Krieger, aber etwas Hilfe ist ihm sicher recht. Okay. Eure Einstellung gefällt mir. Geht zur Küste und macht euch nützlich. Sun Jun und Johun sind schon unterwegs und werden euch helfen. Ja, alles klar. Juhu, wieder Level Up. So. Also Level Up geht am Anfang noch relativ schnell. Später, also je höher das Level ist, umso länger dauert es natürlich. Und umso mehr Punkte braucht man auch, also Erfahrungspunkte. Das ist hier diese unterste Leiste. Nur 5 EP 1000 von 2000. Okay. So. Neue Fertigkeit, was kann die denn? Doppelhieb. Die Gegner herangenommen mit 30 Punkten. Okay. Gehen wir mal hier hin. Kollegen, was jetzt? Also, wir müssen die Leute hier verbrauchen. Oh. Okay, bin fertig. Rettet einen Bewusstlosen.
Spiegel am Ring. Oh, hier ist auch ein Neuankömmling. Er ist bewusstlos. Ein Glück, dass ihr vorbeikamt. Guak Chil ist ein guter Junge. Er verdankt euch sein Leben. Wartet. Ihr seid der, den Dojun gerettet hat. Unglaublich, dass ihr noch stehen könnt. Bin ich auch. Eine Wunde wie eure habe ich noch nie gesehen. Faszinierend. Dojun nannte es mal das Mal der Schwarzrose. Er dachte, ihr würdet nie mehr aufwachen. Unglaublich. Ruht euch aus und sprecht dann mit ihm. Die schwarze Ramme hat sich vorerst zurückgezogen. Und ich kann mich um die Verletzten kümmern. Die kommen aber wieder. Geht zurück ins Haus der Heilung, wo ihr erwacht seid. Ich hole Dojun und wir arbeiten einen Gegenangriff aus. Los, zeigt ihn mir. Ja, oh, machen wir das. Gegenschlag. Zurück. Gut, dass ihr eure Stärke wiedererlangt habt. Ihr wart lange bewusstlos und ich fürchtete bereits das Schlimmste. Aber Schüler der Hongmun-Schule sind zäh, wie ich. Ich war einst Meister Hongs Schüler. Mein Name ist Dojun. Ich bin der Anführer der Bambuswache hier. Okay. Vor einigen Nächten sah ich einen Feuersturm über dem himmlischen Heiligtum. Ich fuhr hin, um zu helfen. Doch ich kam zu spät. Ich sah die Verwüstung. Leichen im Meer treiben. Was ist in der Hongmun-Schule passiert? Tja, Jin Soo-jung hat alle blatt gemacht. Jin Soo-jung? Meister Hong hat sie ein- oder zweimal erwähnt. Was hat sie zu dieser abscheulichen Tat getrieben? Wie konnte sie in die Schule eindringen? Ja, Lu Sung, der Verräter. Himmel, Lu Sung? Ich bin ihm nur einmal begegnet. Er hatte etwas Unheimliches an sich. Sag mir, konnte Meister Hong dem Massaker entkommen? Leider nein. Das zu hören betrübt mich sehr. Doch meine erste Sorge gilt der Sicherheit des Dorfes. Die Marodeure der Schwarzen Ramme, die das Bambusdorf angriffen, müssen gestoppt werden. Vielleicht kann ich etwas über Jin Soo-jung in Erfahrung bringen. Könnt ihr so lange helfen, das Dorf zu verteidigen? Klar. Das freut mich. Ich spüre großes Potenzial in euch. Unter Kriegern nennen wir Personen wie euch Jian. Geht und macht der Hongmun-Schule Ehre, Jian. Auf jeden Fall. Welche Nahrung? Ja. Wieder raus. Nochmal den Kollegen. Schön, euch wiederzusehen. Danke für eure Hilfe zuvor. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Ihr seid schon in Ordnung. Der Hauptmann traut euch, das reicht mir. Eine Ehre, mit euch kämpfen zu dürfen. Von dem kleinen Meister kann ich das nicht behaupten. Was für ein kleiner Meister? Oh, ich meinte Dodan, den Sohn des Hauptmanns. Der sich für einen Helden hält, aber nur ein verantwortungsloses Kind ist. Ach. Irgendwie ist Dodan nie da, wenn die schwarze Ramme angreift. Und es kann ein Zufall sein, dass uns genau dann immer die Munition ausgeht. Ihr wirkt ruhig und verschlossen. Könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Er ist zwar der Hauptmannssohn, aber er verhält sich verdächtig. Könnte Dodan der Spion sein? Keine Ahnung. Möglich ist alles. Sagt es keinem, aber ich bin ihm gefolgt. Er verließ seinen Posten und ging zur Küste. Er und sein Kumpan schlichen herum, als fürchteten sie, beobachtet zu werden. Dann kam ein Schiff der schwarzen Ramme. Ich lief zurück und warnte alle. Dodan lief sicher zum Lager der schwarzen Ramme. Aha. Und wo ist das? Die schwarze Ramme muss sich ganz in der Nähe verstecken. Sicher trägt einer der Küstensoldaten eine Karte bei sich. Wenn das so ist. Wenn ihr Dodan findet, sagt ihm nichts von dem, was ich euch gerade gesagt habe. So, da wir es ja vorhin mit Aussehen speichern hatten. Und bevor ich es wieder vergesse. Man kann mit F2 seine Charakterinformationen aufrufen. Und hier links gibt es einmal dieses Bild aufnehmen. Wenn man da draufklickt, öffnet sich hier die Fotogalerie. Und hier unten, der zweite Knopf sozusagen, oder das zweite Bildchen, das Aussehen speichern.
Und wenn man hier draufklickt, öffnet sich nochmal ein Bildchen oder ein Fensterchen. Und hier kann man dann unten nochmal auf Speichern gehen. Informationen zum Aussehen des Charakters wurden gespeichert. Und damit hat man sozusagen von seinem Charakter ein Profil gespeichert. Und das kann man dann eben ganz am Anfang bei der Charakterauswahl dann verwenden. Man muss das nicht immer von neu einstellen. So, dann hätten wir dann auch mal kurz gezeigt. So, und dann rennen wir mal. Wie müssen wir denn überhaupt? Auf jeden Fall da runter. Ah, das sind die roten Kreise. Da gehen wir hin, da müssen wir hin. Weil wir brauchen ja eine Karte von den Kollegen der schwarzen Ramme. Zack. Tada. Runter gegangen. Oh, zwei Sachen. Karte. Geht doch nur eine. Schon gleich. Hinter. Da biegen. Noch hier? Nö. Gut. Endlich! Verstärkung! Jetzt zeigen wir es diesen Nichtsnutzen. Der Folger war ein Spion. Ein Spion? Ihr meint doch nicht Meister Dodan, oder? Ihr irrt euch. Meister Dodan ist der edelste, loyalste und wunderbarste Gardist, der im Dienst ist. So, März. Aber er ist auch impulsiv. Er fand eine Karte zu einem Versteck und wollte dem Piraten selbst eine Lektion erteilen. Jetzt ist er in einem Käfig gefangen. Selbe Schuld. Ich wollte den kleinen Meister gerade selbst retten gehen. Aber jetzt könnt ihr die Führung übernehmen. Na, du hast doch nur Schiss. Dodans Käfig ist von Neulingen der schwarzen Ramme umstellt. Lasst euch nicht davon täuschen. Es sind harte Kerle. Seht euch vor. Wenn du das sagst. So. Hier neue Anmeldeblumen. Da sind wir doch schon hier eine Stunde hier im Spiel drin. Aber das nehmen wir natürlich mit. So, dann kommt mal her, ihr Hübschen. So, weg mit euch. Und du bist auch noch dran. Dann befreien wir den Chaoten mal. Ich bin Dodan, wer sonst? Ihr kommt wie geplant. Ich wusste, Sol-Jun würde mir jemanden schicken. Er ist ein Fan von mir. So. Macht euch bereit, gleich geht's los. Richtig gehört. Ihr habt die Ehre, Teil meines grandiosen Plans zu sein. Ich will aber nicht, glaube ich. Da drüben seht ihr das Flaggschiff der schwarzen Ramme. Ich habe gehört, es ist voller Munition und Sprengstoff. Das ist mein Plan. Wir jagen es mit der Kanone in die Luft. Das gibt ein feines Freudenfeuer für uns. Ihr könnt jetzt gehen. Ich habe volles Vertrauen in euch. Als Gegenleistung für eure Hilfe dürft ihr auch die Kanone zünden. Super. Wie nett von dir. Endlich habe ich die schwarze Ramme erledigt. Ihr Glückspilz seid beim explosiven Finale dabei. Ja, nett wieder ist hier, der Kollege. Kommt ihr mit? Ja, sehr schön. Okay. Dann wollen wir mal. Komm. Wohl funktioniert.
Captain Kwon ist erschienen. In Frieden. Genau, mach dich vom Acker. Frieden. Sie fliehen. Nehmt das, ihr Schurken. Seht nur, wie sie abhauen, die Feiglinge. Wow, Kwon war richtig wütend. Ist der überhaupt? Ja. Kennt Kwon nicht? Stimmt, ihr kommt ja vom Berg oder so. Er ist der Chef der Schwarzen Ramme hier. Ziemlich harter Kerl. War das so? Ist das so? Gut, dass er bei der Explosion verletzt wurde. Er ist stark wie ein Knurrochse. Wenn wir ihn wiedersehen, wird er verrückt vor Wut sein. Na denn. Hoffen wir, wir sehen ihn nicht. Wir müssen uns auf den Gegenschlag vorbereiten. Windwandeln wir zurück, bevor Kwon uns einholt. Was ist Windwandeln? Ja gut. Wir haben schon mal gesehen heute, von daher. Gut, dass ihr ein Genie wie mich an eurer Seite habt. Wind wandelt, um im Nu an einen bestimmten Ort zu gelangen. Okay. Drückt M, um die Karte zu öffnen. Dann seht ihr eine Markierung. Klickt darauf und haltet euch gut fest. Alles klar. M. Und wir wollen natürlich hierhin, ins Bambusdorf. Na klar. Da, Ladescreen, Ladescreen, nicht so schöner als der Ladescreen. Ja. So, mal was trinken zwischendurch. Willkommen im Bambusdorf. Meister Dodan gerade verpasst. Sein Vater Hauptmann Dochun ließ ihn rufen. Ihr solltet zu ihnen gehen. Können wir machen. Mein erstes Mal Windwandeln war so grauenvoll, dass ich eine Woche lang krank im Bett lag und noch heute Albträume habe. Aha. Ich nicht. Mir geht's super. Nun, das war, weil euer Windwandeln so kurz war. Ja, es war ja praktisch einen Steinwurf entfernt. Ich musste meilenweit von der Wächterküste aus zurückkehren. Aha. Nach der Reise ging es mir schlechter als nach dem letzten Erntefest, als ich mit Dodan um die Wette Reiswein trank. Ja, ja, verschont mich mit der Lektion. Merkt euch aber, ihr müsst einen Ort mindestens einmal zu Fuß aufsuchen, bevor ihr dorthin windwandeln könnt. Ja, das ist wohl wahr. Ihr werdet es schon lernen. Geht jetzt zu Hauptmann Dochuns Haus. Lasst die Meister nicht warten. Nehmt den linken Weg. Er führt euch direkt zu Hauptmann Dochuns Haus. Obwohl eigentlich auch manche freigeschaltet werden von der Mainquest aus schon. Das heißt, da muss man nicht erst hinlaufen, sondern die werden von der Mainquest direkt freigeschalten und man kann dann hinwandeln. Das gibt's allerdings auch dann. Läuft es ein kleines bisschen anders. Hm. Hier stehen schon welche mit PvP-Klamotten rum. Hübsch. Alles in Ordnung? Ich hörte, ihr hattet mit Kapitän Kwon zu tun. Ich entschuldige mich für meinen Sohn. Ich stehe in eurer Schuld. Alles gut. Ich habe Späher der Wache losgeschickt, um nach Jin Tsu-Yun und ihren Handlangern Ausschau zu halten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Ich weiß, es ist hart für euch, Meister und Schule verloren zu haben. Bitte, fühlt euch in diesem Dorf wie zu Hause. In dem Durcheinander konnte ich euch noch gar nicht meine Familie vorstellen. Meinen Sohn Dodan kennt ihr bereits. Ja, den kennen wir. Vor längerer Zeit habe ich auch eine Tochter adoptiert, Nam Soyo.
Sie war es, die euch im Haus der Heilung versorgt hat. Ja, sie war das. Sie müsste jede Minute hier sein. Ganz meine Rede. Das stimmt nicht. Oh. Also, was ist los? So? Hä? So in etwa? Hey, du! Wir haben eine gescheuert gekriegt von meiner Frau. Oder Freundin. Je nachdem. Inventar. Was haben wir denn eigentlich Schönes? Heiltrank. Bällchen. Erzählung. Okay. Da ist sie in Amsyu. Mit ihr wollte ich nicht reden, ich wollte mit ihr reden. Ihr seid unversehrt. Wundervoll. Ich hörte bereits, was ihr und Dodan mit Guan angestellt habt. Wie mutig. Immer noch. Ihr seid viel zu bescheiden. Alle reden über euch. Die dankbaren Dorfbewohner haben sogar ein Geschenk für euch. Es ist ein Bagua-Fragment. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Bitte nehmt es von uns an. Was soll das sein? Ihr kennt keine Baguas? Gut. Ich hatte Angst, ihr hättet bereits ein besseres. Ach was? Wer denn? Sie wirken auf alles Mögliche. Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie genau. Aber sie helfen beim Training und den Kämpfen. Hört sich gut an. Und wie benutze ich das Ding? Baguas landen in eurem Inventar. Drückt Steuerung und B, um den Bagua-Reiter zu öffnen. Okay. Zieht dann das Bagua und legt es in dem Feld für die Baguas ab. Oder aktiviert es mit einem Rechtsklick. Einfach, oder? Ich denke. Sehen wir mal, wie euer neues Bagua aussieht. Okay. Guck mal, ich bin ins Wendler. Bagua, Trainings-Bagua. Das bekommt ihr am Anfang. Ihr müsst es natürlich jetzt mal ausrüsten, damit ihr es natürlich auch lernt. Steuerung B. Rechtsklick drauf, angelegt. Yay. Machen wir zu. Wir hätten mehr vorbereiten sollen. Aber es wurde so viel gestohlen. Tut mir leid, dass wir kein Bagua mit demselben Namen fanden. Kein Problem. Baguas funktionieren am besten in Gruppen von 3, 5 oder 8 Fragmenten. Dann sind sie viel effektiver. Baguas funktionieren nur, wenn man Kleidung trägt. Die Wachen fanden das heraus. Ich fragte nicht nach. Ich hoffe, es hilft euch. Bestimmt sind alle begeistert, euch mit unserem Bagua zu sehen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Habt ihr den Bürgermeister schon kennengelernt? Er hat bereits nach euch gefragt. Nicht, dass ich wüsste. Ihr solltet euch bei ihm vorstellen. Er ist sehr freundlich. Oh, dann stellt mir uns mal den Bürgermeister vor. So, jetzt haben wir schöne Beutel der Handelsunion der Drachen bekommen. Damit kann man das Inventar erweitern. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Also hier sieht man, hier braucht man 3 Stück. Wir haben 3 bekommen. Deshalb verwende ich die einfach gleich mal. Weil den Platz brauchen wir früher oder später so oder so. Weil man da alles Mögliche an Sachen bekommt. So. Oh, noch ein Gegentänzer. Hallo Bürgermeister. Ich bin Dai Gu, Bürgermeister des Bambusdorfes. Und ihr? Ihr müsst die Person sein, über die alle reden. Wunderbar. Ihr habt die Kanone auf die schwarze Rame abgefeuert. Schön, euch kennenzulernen. So sieht's aus. Hat sich ja keiner getraut sonst. Ich hörte, ihr wollt eine Weile bei uns bleiben. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Für den Wiederaufbau nach dem Überfall könnten wir jemanden wie euch brauchen. Bitte helft den Dorfbewohnern. Ah, Quack Chill fragte nach euch. Er kann nicht aufstehen, daher bittet er euch, ihn im Haus der Heilung zu treffen. Ja, war Quack Chill nochmal? Das wusstet ihr nicht? Er sprach dauernd von euch. Geht zu ihm, wenn ihr Zeit habt. Danke für eure Hilfe.
Sehr schön. Geht jetzt. Okay. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum nächsten Tipp. Rick, wie auch immer. Oh, ist wohl einer gestorben. PvP. Ja, hier die blauen Quests, wie man hier sieht. Also die normalen, ohne irgendwelches Geschnörksel da drin. Das sind sozusagen die Nebenquests. Also ich persönlich empfehle die eigentlich zu machen. Vor allem für jetzt wirklich komplett neue Leute, die hier komplett neu einsteigen, auf jeden Fall. Also die lese ich jetzt nicht vor, und die, aber ich nehme sie trotzdem an und mache sie. Ja, wie gesagt, für neue, komplett neue, würde ich sie mitnehmen. Es gibt nicht mehr so viele wie komplett am Anfang, wie das Spiel rausgekommen ist. Da haben sie einiges, wirklich einiges an Nebenquests rausgeschmissen. Und die, wo jetzt noch übrig sind, die kann man eigentlich machen. Also, zumindest meine Meinung. Wenn man natürlich schnell leveln will oder schnell auf Main-Char haben möchte. Der arme Dwagchill ruft schon den ganzen Tag nach euch. Danke, dass ihr kommt. Dann kann man sie natürlich auch weglassen. Dann beschränkt man sich halt auf die gelben, also auf die Main-Quest, Hauptstory, auf die lilanen und später dann auf die orangenen. Er ist hinter euch. Ihr brachtet ihn nach dem Angriff zu mir. Er bestand darauf, euch persönlich dafür zu danken. Okay. Er wird länger nicht aufstehen können. Vielleicht wird er sich nie ganz erholen. Bitte geht zu ihm. Okay. Diese miesen schwarzen Rammen. Seht nur. Ich danke euch. Helft mir bitte hoch, damit ich mich vor euch verbeugen kann. Nichts gibt's, du bleibst liegen. Ich hab's echt versucht. Ich rannt so schnell ich konnte. Aber sie erwischten mich. Ich wollte ein Held sein. Tut mir leid, dass es so viele nicht zurückgeschafft haben. Ich bin bald wieder fit. Es ist nur ein Kratzer. Bald kämpfe ich wieder. Ihr werdet sehen. So wie du aussiehst, sind das mehrere Kratzer. Der arme Quackchill kann vielleicht nie mehr gehen. Er halluziniert bereits den ganzen Tag lang. Es schmerzt mich, ihn so zu sehen. Seit die schwarze Ramme seine Schwester tötete, ist er härter zu sich selbst als je zuvor. Er gibt sich die Schuld. Mit dem richtigen Heilmittel könnte ich helfen, aber die schwarze Ramme hat unsere Vorräte geplündert. Wenn ich das Hilfsmittel nicht rechtzeitig bekomme, werden seine Knochen schief zusammenwachsen. Ich brauche Hilfe. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Aber ich kann dir helfen. Ihr seid zu großzügig. Geht zum Bambusstand. Ich brauche Extrakt von Sandschneckenmuscheljungen. Aha. Vielen Dank. Bringt es mir und ich erledige den Rest. Aber seid bitte vorsichtig. Immer wir doch. Können ihn retten. Auf geht's. So. Wo kommst du denn her? Machen wir erstmal hier Launenquest noch so ein bisschen mit. Questort suchen kann man natürlich auch machen, dann ist man sieht, wo man hin muss. Beziehungsweise das war jetzt sogar eine Quest dazu. Wie gesagt, ich lese das jetzt nicht vor, die Nebenquests. So, und das an die andere blaue, die kommen wir jetzt eh hin, weil wir da auf die Main Story hin müssen. So, die brauchen wir. Oh, die haben jetzt und 5 haben wir schon. Hier von 5. Okay, das war jetzt was anderes. Hier jetzt 4 von 5.
Jetzt sammeln wir noch die Perlen ein und die Muscheln. Einfach mal, wo haben wir nicht noch? Das von der Main Quest schon mal voll. Brauchen wir nur noch Perlen rein. Haben wir das. Okay, auf, zurück. Nicht, dass die Knochen schief zusammenwachsen. Wollen wir ja nicht. Runter. Ausgezeichnet. Das ist mehr als genug. Damit kann ich Guak Chil behandeln. Unglaublich, wie gesund ihr aussieht. Als euch Dochun brachte, dachte ich, ihr überlebt keine Stunde mehr. Ich sehe, ihr tragt den Namen der Hongmun-Schule zurecht. Oh. Ah. Ja, müssen wir zurück. Okay. Dann zurück. Zurück. Erstmal die Nebenquest ab. Und dann gehen wir durch uns Haus und nehmen auch die Main Story Ding ab. Adrian, das seid ihr ja. Da hat die Sync nicht funktioniert. Seid ihr unterwegs zufällig Dodan begegnet? Nö. Ich habe eine Botschaft für den Bürgermeister, der in den Norden nach Emigdem aufgebrochen ist. Dodan sollte sie überbringen, aber er ist verschwunden. Ich überbringe die Nachricht. Kein Problem. Klar bin ich mir sicher, Emigdem ist gefährlich für die, die es nicht kennen. Und ihr seid ja erst von euren Verletzungen genesen. Mach du nix. Bin hart im Nehmen. Die Schüler der Hongbun-Schule verfügen, wie gesagt, über große innere Stärke. Ich denke, ihr kommt in Emigdem schon zurecht. So sieht's aus. Oh, schon wieder keine Sync mehr. Ihr solltet gleich aufbrechen. Liegt direkt vor dem Dorf. Sucht dort den Bürgermeister. Jupp. Eure Entschlossenheit gefällt mir. Und den Kriegern werden Türens, die Großes geleistet haben, Türensee genannt. Ha. Ich sehe hier wohl gerade einen Türen zum Türensee werden. Sucht. Ach du Heiliger. Such Gong Samsik in unserem Vorposten in Ewigdämmer. Er weiß vielleicht, wo der Bürgermeister ist. Alles klar. Also, was haben wir denn? Wir haben einen Brief bekommen. Wir öffnen unseren Questlog. Brief lesen. Seid ihr ein wahrer Krieger? Die Verwandten fordern euch zum Dienst auf. Besucht die Vertreterfraktion und begebt euch in die Schlacht. Jupp, das ist sozusagen also die Quest für die Fraktionswahl. Die könnt ihr zum Beispiel einmal jetzt machen. Wenn ihr es hier vergessen habt, ist es später. Ja, boah. Lasst mich lügen, Level 17 oder so ähnlich. Spätestens da müsst ihr die dann machen, beziehungsweise eine Fraktion auswählen. Hier stehen die zwei Kollegen auch schon. Wie die zwei unterschiedlichen Fraktionen. Einmal hier links Colin, die blauen, und rechts Kamin. Gucken wir mal. Okay, im Moment ist es anscheinend gleichmäßig, also egal wo wir reingehen. Ich drehe jetzt einfach mal der Kaminlegung bei. Oder ich versuch's zumindest. Oh, hat funktioniert, sehr schön. Jetzt haben wir auch hier unsere Fraktionsuniform bekommen. Uniform der Kaminlegion. Und hier könnt ihr auch lesen, Fraktionen dem Colin ordentlich feindlich gesinnt. Also das heißt, solltet ihr diese Kaminlegion-Uniform anhaben und ein anderer hat diese Colin-Uniform an, könnt ihr PvP betreiben. Also Open PvP in dem Sinn. Also hier jetzt, wo wir gerade rumrennen zum Beispiel. Auch schon mal so ein kleiner Tipp.
Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gleich am Anfang hier mit dieser Klamotte rumzurennen, weil das, wie gesagt, PvP-Klamotten sind. Nicht, dass ihr die gleich anhabt und gleich mal von anderen gekillt werdet. Außer ihr wollt's natürlich. Steht denn hier so rum? Sollte ein Klingentänzer sein? Und ein Klingenmeister? Und da ist ein Summoner. Guck hier mit dem süßen Kätzchen. Oh, ein Astro. Was bist du? Ein Bogenschütze. Au, zur nächsten Quest. Lass mich in Frieden. Geh weg. Ihr seid aus der Hongmun-Schule. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich bin Gong Sam-sik. Erfreut. Ein Brief für mich? Normalerweise bringt mir die Dodan. Nun, es ist dennoch eine schöne Überraschung. Eine Bitte um Nachschub, das ist Sache des Bürgermeisters. Ich wünschte, ich könnte ihm das übergeben. Wieso kannst du das nicht? Wo ist er denn? Er ging mit Bumbak zum verlassenen Brunnen, um die Wasserknappheit aufzuklären. Dort war die schwarze Ramme. Ich riet ihm, hier zu bleiben. Was für ein tapferer Mann. Allerdings ist er wohl nicht so stark, wie er denkt. Leider können wir gerade niemanden entbehren. Seht bitte nach ihm, bevor ihr in die Stadt zurückkehrt. Danke. Alles klar, tun wir tun. Tun wir tun, natürlich. Wir haben Deutsch heute. Faszinierend. Jetzt gab es natürlich gerade einiges. Fangen wir von links an. Hier haben wir einen Brief von Bruder Hatschun bekommen. Das ist auch so ein bisschen extra Goodies für den Anfang. Sollte man auch mitnehmen. Bestätigen. Annehmen. Senden. Bestätigen nochmal. Und schon haben wir das Zeug kostenlos bekommen. Hier sieht man auch, was drin ist. Siedlungstalisman, Schlüssel der Hongmun, Weltreparaturwerkzeug des Meisters und 5 Glückselixiere. Einmal rechts draufklicken, wird das entpackt, das Zeug da drin. Wird bei uns im Inventar verstaut. So, dann haben wir noch einen Brief erhalten. Den lesen wir natürlich auch. An den Hochstapler, der vorgibt, von der Hongmun-Schule zu sein. Also hier, wie gesagt, das sind jetzt die Lila-Quests. Die würde ich auf jeden Fall auch mitmachen. Weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen Kennenlernen der Klasse. Und später dann steigert das auch dann die Ausdauer für schnelles Rennen zum Beispiel. Das wird dann nämlich erhöht, wenn man diese Quests weitermacht. Also von daher nicht zu vernachlässigen. Lügner! Alle Schüler der Hongmun wurden beim Angriff Jinzuhyuns getötet. Eure Antworten beschämen Meister Hong und werden nicht ungestraft bleiben. Ich fordere euch heraus, mich im verlassenen Brunnen zu treffen. Dort werden wir sehen, ob ihr wirklich einer von Meister Hongs Schülern seid. PS, sobald ihr meinen Unterschlupf betretet, gibt es kein Zurück mehr. Wenn ihr noch etwas anderes im verlassenen Brunnen vorhabt, erledigt das zuerst. Tun wir, machen wir. So, war jetzt noch was? Nö, sieht nicht so aus. Ah, guck hier, dieser Kollege ist sogar schon in einem Clan drin, in einer Gilde. Sieht man dem Namen, der unter dem Namen steht. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Brunnen.
Wir wollen ja einmal zum Bürgermeister und einmal hier zu unserem anderen Freund, der uns gerade diesen tollen Brief geschickt hat. Und diese lila Quest. Der ist ja auch da unten irgendwo. Ich hüpfe da jetzt einfach runter. Zack. Anna. Ah, da ist er ja, unser Bürgermeisterchen. Nee, was ist das? Der Bürgermeister? Ich glaube schon, ne? Hauptmann Do-Chul schickt euch also. Wie aufmerksam von ihm. Ihr habt so viel für uns getan. Ja, weiß ich. Er ist besorgt. Ich bin gar nicht so schwach. Nur keine Umstände. Aber danke für euer Kommen. Aber hier gibt's doch gar kein Wasser. Oh, mein Fehler. Ich muss den falschen Brunnen haben. Diese Karten sind so alt. Wer es glaubt? Ich wusste nicht, dass es hier so viele Piraten gibt. Es gibt nicht mal Wasser in dem Brunnen. Lasst uns verschwinden. Macht Sinn. Tut mir leid wegen all der Aufregung. Ich gehe jetzt. Und keine Sorge, auch ein alter Mann wie ich findet noch allein nach Hause. Sehr gut. Wind wandeln und weg war er. So, wir wollen aber ja noch hier zu diesem Typen mit der lila Quest. Ja, da muss man erstmal hier diese freundlichen Kollegen überreden, also uns vorbeilassen. Vielen Dank. Wirklich von der Hongmun-Schule seid. Greift mich an. Gut. Kommt. Hey, gar nicht mal schlecht für einen Hongmun. Tja. Verwirrt, kleiner Grashüpfer? Ich bin's, Bruder Jun. Überraschung, was? War ein ganzes Stück Arbeit, bis hier zu kommen. Ganze Nacht und länger dauern, meine Heldentaten aufzulisten. Hier bin ich nun. Es hat sich gelohnt. So, so, noch ein Überlebender. Sehr schön. Tut nicht so überrascht. So ein paar Witzfiguren in Schlangenhaut können mir nichts anhaben. Nein, ich bin ein Geist. Ich komme, um euch heimzusuchen. Nein, ernsthaft. Ich freue mich, euch lebendig vor mir zu sehen. So viele Freunde. Alle tot. Aber die Trauer muss warten. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ihr müsst trainieren. Sehr viel. Wenn wir beide Jin Soo-yun und ihren Spießgesellen nachgejagt wären, hätten wir keine Chance. Ihr müsst den Pfad der Hongmun erlernen, um sie zu besiegen. Ihr habt Glück, denn ich bin Meistertrainer der Klingentänzer. Noch versteht ihr nichts von Schwertern, doch ihr werdet es, wenn ich mit euch fertig bin. Ach ja, da bin ich gespannt. Das reicht für heute. Aber seid bereit, wenn ich euch das nächste Mal kontaktiere und ein Treffen sicher ist. Bei all den Typen da draußen ist Vorsicht angebracht. Oh, noch etwas. Ich habe die Eingänge unserer Trainingsräume mit einem Talisman versiegelt. Hineingelangt man nur durch dieses Portal oder einen Drachenstrom. Okay. Blauer Bruder Tun hier. Aber hier geht's raus. Ladescreen. Willkommen im Ladescreen. Da da dam da 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 dam da.
So, wieder in Freiheit. So, und es gab wieder eine andere Belohnung. Eine Stunde 30 im Game. Achso, vielleicht gehen wir noch zu den Anmeldebelohnungen. Die bekommt man auch, wenn man AFK hier rumsteht, auf Deutsch gesagt. Also, einmal eindocken. Charakter stehen lassen, mehr oder weniger, für 3 Stunden. Dann kriegt man auch die Belohnungen. Also, man muss sie natürlich dann auch redeemen, also einlösen. Muss halt hier unten mal da unten draufklicken, wenn die 3 Stunden rum sind. Aber man muss jetzt nicht permanent hier on sein, sondern man kann AFK sein und in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Man muss halt nur im Spiel sich eingeloggt haben. Unser Bürgermeister ist zurück. Vielen Dank. Ihr leistet uns hier tatsächlich unschätzbare Hilfe. Dodan und Namsuyo sind auch hier und wollen euch sprechen. Sagt ihnen, sie sollen in das Bambusdorf zurückgehen, wenn sie fertig sind. Wieso gibt das ein Problem? Namsuyo hat kein Training und kann nicht kämpfen. Sie hat hier nichts verloren. Ach so. Ich sagte ihr, sie solle sich fernhalten, aber sie meinte, sie hätte wichtige Nachrichten vom Bürgermeister. Warum schickt er die Tochter des Hauptmanns auf so gefährliche Missionen? Tja, gute Frage. Jede Woche kommt sie hierher und schickt Brieftauben los. Dann begleiten sie mindestens 4 Wachen zurück. Es ist wirklich lästig. Wenn ihr etwas zustößt, bringt Dojun uns um. Bitte sagt ihr, sie soll sofort ins Bambusdorf zurückkehren. Okay, okay. Ich versuche mein Bestes. Ja, hier eine blaue Nebenquest. Die machen wir natürlich auch mit. Ich lese es jetzt nicht vor. Das ist jetzt eine Quest zum Waffen reparieren, weil die auch kaputt gehen können. Und in unserem Fall, wenn man hier an so ein Feuer geht, kann man die dann eben reparieren, wenn man entsprechend auch die Hämmer dazu hat. Und wie man hier auch an diesem Bild sieht, oder auch hier oben, ist jetzt unsere Waffe, hat nur noch 10 Haltbarkeit von 35. Dann reparieren wir sie jetzt einfach mal. So, wieder volle 35 von 35. Sehr schön. Und das heißt natürlich auch Hammer verbraten. Also, gehen wir wieder zurück, geben wir die Quest ab. Tada, Aufstieg, Level 11. Wupp, wupp. So, Dodan, mein Freund. Na endlich. Ich habe eine Aufgabe für euch am Friedhof. Ihr gehört praktisch schon zur Wache. Fühlt euch geehrt. Ich will aber nicht auf dem Friedhof. Jigan wartet beim reinigenden Feuer. Sagt ihm, ich habe euch geschickt. Nein, sagt, der Hauptmann hätte euch statt mir geschickt. Das ist eine wichtige Mission. Ihr vertraut mir doch, oder? Dann brecht auf und stellt keine Fragen. Eigentlich nicht, aber mir bleibt hier nichts übrig. Macht es einfach. Oje, es tut mir so leid. Bitte vergebt Dodan. Dodan wollte schon lange eine richtige Mission. Also hat Dojun ihn zur Wache beim reinigenden Feuer geschickt. Er hatte einfach Angst. Dodan war schon immer abergläubisch. Ehrlich, ich sehe das Problem nicht. Wüsste Papa davon, wäre er außer sich. Dodan versteckt sich sicher, bis ihr die Sache erledigt habt. Habe ich mir fast gedacht. Ich kann nicht glauben, dass Dodan davongelaufen ist. Das ist nicht er. Bitte, könnt ihr ihm helfen? Er muss sich so schämen. Dojun würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Bitte seht nach, was am Friedhof vor sich geht. Bekommen wir denn? Yay, neue Waffe. Endlich eine richtige Waffe. Kein Trainingsschwert mehr. Das reinigende Feuer liegt im Süden. Seid vorsichtig. So, wir haben eine neue Waffe bekommen. Sehr schön. Rüsten wir doch gleich mal aus, weil sie besser ist. Zack. Einmal Rechtsklick drauf. Wird sie ausgerüstet automatisch. So, hier, yeah, neues Schwert. Ja. So, wo müssen wir denn? Ja, hier müssen wir hin. Ciao.
Ein Laubbulbari. Gut. Wölfe. Ach so, vielleicht für jemanden, der vielleicht auch ein bisschen neuer ist und mit MMO auch nicht so viel zu tun hat hier. Die greifen dich nicht an. Zumindest nicht, bevor du sie nicht angegriffen hast. Alles, was so die gelbe Schrift hat sozusagen. Die kannst du zwar angreifen, aber sie greifen dich so erstmal nicht an. Außer du attackierst sie, so wie jetzt. Dann können sie natürlich auch an, dich zu attackieren. Aber ansonsten, ja. Nicht wirklich. Man muss nur aufpassen, wenn halt eine rote Schrift da ist. Und da stehen dann wieder Leute mit PvP-Outfit rum. So wie hier auch. Okay. Wenn Sie meinen. Ja, wer seid ihr und was wollt ihr? So? Ihr gehört nicht mal zur Wache. Denkt Hauptmann Dolchun, ein Mitglied der Bambuswache wäre ein Spion? Ich dachte, er vertraut uns. So, Spion? Hm? Was? Vergesst es. Da ihr nun schon mal hier seid, habe ich Arbeit für euch. Hab mir was gedacht. Folgendes. Jemand hat mich ausgenockt und das Schießpulver der Wache gemopst. Ich sah nicht mal das Gesicht des Banditen. Gepennt, ja? Ich weiß nur, dass Umsoji mir nicht geholfen hat. Als man mir eins über den Schädel zog, lief er davon. Als ich ihn fragte, was passiert ist, lachte er mich aus. Sagte, er verrät es mir nur, wenn ich ihm einen Gefallen täte. Ich würde es ja selbst erledigen, aber ich spüre die Auswirkungen des Schlages immer noch. Da ihr schon für Dodan einspringt, redet mit Umsoji. Wenn er Ärger macht, ruft mich und ich kümmere mich um ihn. Ich habe keine Angst vor Umsoji. Es ist Zeit für das zweite Training. Lest den Brief. Schon wieder. Brief von unserem Bruder Hachun. Hey, PS. Ja, ich hätte dieses Training auch draußen veranstalten können, in Sicherheit und nicht umzingelt von mörderischen Banditen. Aber seht das einfach als Teil eures Trainings. Ah, okay. Müssen wir halt wieder ein paar Platz machen. Dann gehen wir mal zu diesem Umsoji. Hallo. Ich sah euch mit Jäger ansprechen. Hat der Rohling etwa Angst vor mir? Vielleicht. Wollt ihr wirklich wissen, wer diese kostbare Kiste gestohlen hat? Dann wisst ihr ja. Erst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Ja, und welchen? Eigentlich ist es mehr ein Dienst an der Öffentlichkeit. Ihr müsstet ein paar Leichen für mich verbrennen. Aha. Seelen sind unsterblich. Stellt euch vor, ewig in dieser Hölle zu leben und zu leiden. Verbrannt werden ist ein Segen, glaubt mir. Das Verbrennen bringt die Seelen ins Geisterreich, wo sie Frieden finden. Könnten wir das doch nur auch. Ihr habt sicher die armen Blut-Jiangshi gesehen. Sie leiden. Stellt euch vor, in dieser Gestalt im Wald gefangen zu sein. Das ist eure Aufgabe. Besänftigt diese Seelen und verbrennt ihre Körper. Habt ihr Angst? Ist der Gestank des Todes zu viel für euch? Nun, tapfere Krieger, das Töten fällt euch leicht, das Aufräumen hinterher auch? Ja. Vorsicht. Und schon. Brennt euch nicht die Finger. Ich will da runter. Blutjiangshi, ich komme. Und erlöse euch. Ihr habt das mit den Leichen gut gemacht. Dann bin ich dran, zu sagen, was ich weiß. Hört mir gut zu. Ich spitze die Ohren. Die Bambuswache wurde von den Zwielichtnattern feige angegriffen, wie die Lebenden es ebenso tun. Ich stehe zu meinem Wort.
Nur die Lebenden lügen. Nehmt eure Rache und lasst Leute wie mich hinter euch aufräumen. Der ist doch selber noch ein Lebender. Ihr sagt es besser, Yigan. Er wartet sicher nur darauf, euch Befehle zu geben. Hoffentlich zahlt er anständig. Gutes Personal ist schwer zu finden. Schönes Leben noch. Bis bald. Ja, ebenso. Gute Arbeit. Ihr kennt keine Furcht, was? Ich sah euch die Leichen tragen. Niemals. Schade, dass ich solche Kopfschmerzen habe. Sonst hätte ich es selbst getan. Was hat Umsoji gesagt? Kopfschmerzen, klar. Hast schon recht. Zwielichtnattern hätten euch beraubt. Die Zwielichtnattern? Oh nein, das ist derzeit zu viel. Sie sind Teil des Lumang-Syndikats, einer großen Verbrecherbande. Aber sie haben unser Schießpulver. Wir müssen handeln. Geht zu unserem Lager nordöstlich von Ewigdämmer und weckt alle auf. Gi Bongsa hat dort das Kommando. Er soll euch helfen. Außerdem möchten wir euch für eure Hilfe danken. Kein Problem, immer gerne. Ihr könnt die Essenzen beim Glücksrad drüben benutzen. Vielleicht gewinnt ihr eine Waffe oder ein Bagua. Boah. Beides eigentlich uninteressant. Da wir die schon bekommen haben, die Waffe hier. Das ist nämlich die, wo wir vorhin bekommen haben, in der vorigen Quest. Das ist nämlich schon die Waffe von diesem Glücksrad. Und hier das Bagua haben wir jetzt auch gerade umsonst bekommen. 8 Stück. Die legen wir einfach gleich mal an. Einfach rechtsklick. So. Gleich mal ein volles Bagua-Set ausgerüstet. Sehr schön. Wenn man hier drüber fährt, sieht man auch gleich, was es macht oder nicht. Erhöht die Genauigkeit um 2, die kritische Trefferrate um 13 und die kritische Trefferrate um 17. Ja, sehr schön. LP um 10 wird noch erhöht und die Verteidigung auch um 6. Okay. Sehr gut. Also das würde man theoretisch auch hier von diesem Glücksrad bekommen, mit diesen Essenzen, die wir auch bekommen haben, hier diesen Dingern. Aber wie gesagt, brauchen wir sie nicht, weil Waffe haben wir schon bekommen, Bark haben wir auch schon bekommen. Das Einzige, was man noch damit anfangen könnte, ist, man könnte das hier drehen und bekommt dann sozusagen hier diese Klamotten. Die kommen hier auch noch aus diesem Glücksrad. Ist aber, ja, ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr davon, als diese 5 Stück, die wir jetzt gerade haben. Weil da die Zufall, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man die jetzt mit diesen 5 Dingern kriegt. Solltet ihr das mal machen wollen, oder falls ihr das farmen wollt, hier müsst ihr diesen Typ hier unten, diesen Fischer hier im Schnee, den großen, erledigen. Und je nach Damage, den ihr macht, bekommt ihr eben eine gewisse Anzahl an diesen Essenzen, die ihr an dem Glücksrad verwenden könnt. Ich glaube, maximal 4 Essenzen, glaube ich, könnt ihr bekommen. Also egal, wie viel Damage ihr macht, auf Deutsch gesagt. Ja. Von daher wäre das, ist das eigentlich hauptsächlich hier noch sinnvoll, um die Klamotten zu bekommen. Aber ansonsten muss man das eigentlich nicht machen. Also nicht für die Waffe auf jeden Fall und auch nicht für das Bagua. Wenn man das eben, wie gesagt, in der Main Story einfach schon kostenlos geschenkt bekommt. Deshalb mache ich das normalerweise auch so gut wie nie. Außer wie gesagt, ich will wirklich die Klamotten haben. Und vielleicht noch als Info. Die Klamotten haben auch keine Stats, wie jetzt vielleicht in anderen Spielen. Also wenn man hier drüber fährt, sieht man ja, also da steht jetzt nichts, dass da irgendwas aufgewertet wird dadurch. Das Einzige, was man auch vorhin schon mal gelesen hat in einer Quest, ist, dass dieses Bagua, also diese Stats, hier nur wirksam werden, wenn man auch eine Klamotte anhat. Das heißt, wenn wir hier diese Klamotte jetzt rausnehmen, haben wir diese ganzen Stats nicht mehr. Das kann man zum Beispiel mit P angucken.
sieht man nämlich, was macht das zum Beispiel, die Genauigkeit um 2. Jetzt haben wir 16 ohne Klamotte, wenn wir sie wieder anziehen, bekommen wir halt mehr davon. Also wie gesagt, um dass das Parkour halt wirken kann, braucht man eine Klamotte dazu, weil ansonsten wirkt das Parkour oder diese Stats auf den Parkour nicht. Aber das, wie gesagt, das war auch in einem vorhergehenden, wurde das ja schon mal erwähnt, in der vorhergehenden Quest. Man muss sich halt das Zeug auch durchlesen. Wenn man es natürlich nicht macht, dann weiß man solche Sachen nicht und wundert sich eventuell dann später im Nachhinein. So, wo müssen wir eigentlich hin? Hier ins Waldlager. Okay. Einfach mal querbeleien. Okay, hier kann man. Hier kann man sogar machen. Vielleicht da wir auch gerade noch hier sind und hier gerade nämlich auch das Problem haben. Ihr wisst ja, hier unten ist ja unsere Windwandel-Ausdauer bzw. Schnellrennen-Ausdauer. Wenn hier natürlich leer ist, können wir das nicht mehr. Was man machen kann, ist hier zum Beispiel, wir kann hier oben den Channel wechseln. Zum Beispiel, wir gehen jetzt auf den anderen Channel, im einen da war man, jetzt gehen wir in den zweiten. Dann wird gewechselt. Das natürlich automatisch wieder aufgefüllt. Und dann könnte man theoretisch wieder weiterrennen. Danke. Ups, lasst uns das Schießpulver zurückholen. Zeigen wir Su Huan, was die Bambuswache drauf hat. Beeilt euch! Ja, und so kann man das halt relativ schnell wieder auffrischen. Diese schnell laufenden Leiste. Wenn man mal wirklich längere Wege oder so laufen soll, ist das sehr hilfreich. Fertigkeit gefällt mir. Windy! Dann schauen wir mal im Banditenversteck nach. Was sie da Schönes versteckt haben, die Banditen. Haha. So. Macht euch alle aus dem Staub, ich komme. Das Coole an See ist halt, wenn du damit hier jemanden tötest. Oh, hat jetzt leider nicht geklappt. Dann wird er auch automatisch wieder zurückgesetzt und kannst den gleich wiederverwenden. Das ist natürlich cool. Guck, so wie hier, und jetzt kann man gleich wiederverwenden. Zack, und wieder. Also immer wenn du das hinkriegst, dass da die Leute dran sterben, sozusagen. Das ist natürlich nice. Neues, nur die zwei. Zack. Kommt her. So, das waren jetzt die einfachen. Ich glaube, die hält ein bisschen mehr aus. Oh, auch nicht. Auch gut. Jetzt eigentlich gedacht, sie hält mehr aus.
So, jetzt machen wir natürlich auch noch hier diese Lila-Quest von unserem Bruder Chun mit. Wollen wir hier wieder rausgehen und dann wieder nochmal rein müssen. Genau, im Folterraum. Ja, ja. Ich hab's so, genau ich habe 5 Trainingsräume eingerichtet. Wenn eure Fertigkeiten sich verbessert haben, teleportiere ich euch in einen davon und sehe zu, wie ihr versagt. Gut, trainieren werden wir wohl auch ein wenig. Und was machen wir zuerst? Heute setzt ihr Überfall und dann 3-mal Brechen ein, um sie mit wirbelnder Typhoon zu einer Combo zu verbinden. Alles klar. Das klingt nicht schwer. Liest sich aber schwer. Sehr selbstbewusst. Zeigt, was ihr könnt oder schweigt. Zahlt es dieser Puppe heim. Okay. Puppe. Mal 2 annähern, dann müssen wir ein bisschen weiter weg, sonst klappt das nämlich nicht. Glaube ich zumindest. 1, 2, 3. Das machen. Ihr versteht, wie man wirbelnder Typhoon nach Überfall und 3-maliger Verwendung von Brechen einsetzt, oder? Los, üben wir den gemeinsamen Angriff. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Kein Wunder, dass ihr so viel herumfuchtelt. Glaubt mir, ihr müsst gemeinsame Angriffe erlernen. Das ist ein essentieller Teil eines funktionierenden Teams. Damit kommt man sehr gut durch die Abwehr des Gegners. Wenn ich zum Beispiel meine Hitzewelle benutze, macht ihr gleich darauf, sagen wir mal, Fußtritt. Und ihr werdet Augen machen, was dann passiert. Euer als Krieger nehmt ihr nach einem gemeinsamen Angriff das gelbe, rote oder grüne Nachbild von Gegnern wahr. Genug der Theorie. Ich greife die Puppe mit Hitzewelle an. Und ihr verwendet danach Fußtritt, sobald es grün leuchtet. Verstanden? Gut, ihr lernt schnell. Bereit? Lasst es uns versuchen. Wenn nach meiner Hitzewelle das grüne Nachbild erscheint, haut ihr den Gegner mit Fußtritt um und gebt dann Donnerschlag aus. Wenn nach meiner Hitzewelle das grüne Nachbild erscheint, haut ihr den Gegner mit Fußtritt um und... Naja, habt ihr verstanden. Das hat tatsächlich funktioniert. Ja, wieso denn auch nicht? Fantastisch! Ihr habt es so richtig krachen lassen. Wir sind ein tolles Team. Tatsächlich werden die gemeinsamen Angriffe bei stärkeren Gegnern essentiell. Kombiniert Angriffe mit anderen Kriegern, um die Abwehr eurer Gegner zu durchbrechen. Das ist der beste Weg zum Sieg. Ja, andere? Ich denke, ihr und ich schaffen das schon. Ah, kommt schon, Grashüpfer. Ich kann euch nicht ewig die Hand halten. Tretet in die Welt hinaus. Ihr werdet lernen müssen, wie ihr am besten mit fremden Kriegern zusammen angreift. Ach, müssen wir das? Verdammt. So wie jetzt. Das heutige Training ist vorbei. Okay. Schön, wieder mit euch zu trainieren. Meister, lies den Brief. Neuer Brief. Ja. Grashüpfer, Zeit für euer Training. Ich habe einen Trainingsraum in der Festung der Zwielichtnatter vorbereitet. Lasst euch von dem Namen Festung nicht täuschen. Dort kommt man ganz einfach hin. Kein Problem. Vertraut mir. Boah. Wenn er das sagt, schauen wir mal, ob das stimmt. Und erstmal raus hier. The love screen, the love screen. So. Müssen wir wieder dahin. Wo kommt Schule in die Ecke? So. Hey. So. Nächste Haltestelle, Waldlager. Wie ist es gelaufen? Habt ihr das Schießpulver gefunden? Nö. War keins da.
Anker? Was? Oh, die schwarze Ramme. Ach ja, sie nennen ihre Basis den südlichen Anker. Und nun? Die schwarze Ramme und die Nattern können unmöglich zusammenarbeiten. Sie hassen sich seit Jahren. Tja, nichts ist unmöglich. Vielleicht hat die schwarze Ramme das Schießpulver von den Nattern gestohlen. Ha, das geschieht diesen Dieben recht. Das riecht nach einer Falle. Die Nattern könnten uns benutzen. Würdet ihr in der Festung der Zwielichtnatter nach Hinweisen suchen? Ja, kann ich Sucht nach einer Kopie ihrer Befehle. Ich treffe euch in Kürze wieder. Okay. So, müssen wir wieder mal zu den roten Punkten hier. Obwohl, wir gehen... Hier lang. Guck, ob der was hat. Nö. Dann müssen wir weiter suchen. Vielleicht hat er was. Auch nicht. Verdammt. Oder? Auch nicht. Sag mal. Habt ihr alle nix? So, war du wieder. Ha, du hast was, sehr schön. Ach so, vielleicht noch ein Hinweis, da ich das gerade sehe. Hier diese Zeichen hier oder diese Abgrenzungen von den einzelnen Teilen. Hier, wenn hier so was solche Ringe drin sind, drei Stück, kann man da auch zusammen mit jemandem rein. Also kann man auch mit einer Gruppe zum Beispiel dann reingehen. Sollte da nur ein rundes Ding zum Beispiel hier in der Mitte sein, dann ist das nur solo machbar. Nochmal so als kleine Randinfo für den einen oder anderen. Ich sage wozu. Dich lasse ich leben. Du siehst mich nicht, du bist mir nicht im Weg. V. Das Kampf, das Kumpelsystem ist echt nicht gut. Macht immer wieder Spaß hier. Noch einer. Sowas. So. Also hier zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel nur dieses einrunde Ding. Das heißt, ihr kann keine, könnt ihr nicht zusammen reingehen mit einem Freund oder so, sondern das müsst ihr alleine machen. Hallo, Grashüpfer. Hallo, Bruder hat schon. Ihr seht sehr stark aus. Habt ihr ohne mich trainiert? Du siehst ein bisschen kränklich aus, mein Freund. Was? Ich? Niemals. Nur ein bisschen außer Atem. Ich bin den gesamten Weg von Bambusdorf hierher gerannt. Ohne Pause. Ja, nicht müde, krank, mein Freund. Sagt ihr das, um euch vor der heutigen Lektion zu drücken? So, so. Ich wollte nur eine Puppe nehmen, aber jetzt kämpft ihr gegen mich. Mal drei. Jetzt. Besiegt meine Spiegelbilder mit aufsteigender Falke, Chi-Würgegriff, Niederschmettern. Wir werden ja sehen, wer hier krank aussieht. Ja, ich nicht.
Nutzt aufsteigender Falke, um die Aufmerksamkeit des Ziels zu erregen. 1. Nochmal. Ganz gut, aber könnte schneller sein. Oh. Nicht mehr kann. Nicht übel. Das waren nur meine Spiegelbilder. Wäre es dreimal ich selbst gewesen, wärt ihr zermalmt worden. Möglich. Vergesst diese Kombo nicht. Eines Tages werdet ihr sie brauchen. Schluss für heute. Achtet auf Nachrichten von mir. Auf jeden. Wohl, Grashüpfer. So, fertig. Dann mal wieder raus. Ach, der schöne Ladescreen, Ladescreen. Ihr könnt auch ab und zu mal hier das Zeug lesen, was da geschrieben steht. Vielleicht mal ab und zu nicht ganz so verkehrt zu lesen. Gibt's auch immer mal wieder ein paar Infos, Tipps. Die man eventuell noch nicht gekannt hat. So, gehen wir zurück zu unserem Waldlager. Ich nehme noch mit. Und ich auch noch. Komm. Macht gerade Spaß. Ich nehme nicht mit rein. Ich lasse mein Ding. Oh, ihr seid da richtig durchgefegt. Habt ihr etwas über den südlichen Anker erfahren? Hab was gefunden. Der südliche Anker, südöstliche Küste. Gut. Aber Wong Sam ist der Kunde? Er ist furchtlos. Wer ist Wong Sam? Er ist Wons Bruder und auch ein Leutnant der Schwarzen Ramme. Warum würde er... Er muss auf dem Weg ins Bambusdorf sein. Es bleibt keine Zeit. Ich gehe zum Dorf. Geht ihr zum reinigenden Feuer und warnt Yigan für mich? Oh, auf jeden. Beeilt euch! Ich bin Wandel. Bin so voll gerade zu laufen. Also da wir hier schon waren, überall, deshalb kann man jetzt hier auch hinwandeln. Glücklicherweise haben sie das auch ein bisschen verkürzt. Zumindest hier jetzt diese Animation, die Oma gerade gesehen hat. Die war vorher 10 Sekunden lang. Jetzt ist sie mittlerweile nur noch 3 Sekunden lang. Das ist teilweise echt angenehmer. Nur der Ladescreen dauert manchmal ein bisschen lang. Aber der soll ja angeblich mit dem Patch bzw. mit der Unreal Engine 4 dann auch angeblich besser und schneller gehen. Wir hätten uns so überraschen lassen müssen. So. Quest abgeben. Ihr hier? Ich dachte, ihr wärt schon weg. War ich auch. Bin ja wieder hier. Wong Sam hat Schießpulver von den Nattern bestellt. Wong Sam? Die Schwarze Ramme und die Nattern arbeiten zusammen? Was haben sie vor? Tja, angeblich wollen sie... Ja, das ist angeblich. Hier, der andere Kollege glaubt halt, dass sie wollen so einen Bambusdorf. Euch kann man doch vertrauen. Wir vermuten, dass es hier einen Spion gibt. Der Standort unseres Schießpulvers war geheim. Ja, so geheim wohl dann doch nicht. Wenn ich den in die Finger kriege, ich drehe ihm den Hals um. Der muss hier aus der Stadt sein. Vielleicht sogar von der Wache. Möglich? Ich muss Gi Bong Sa aufhalten, bevor er das dem Spion verrät. Er redet einfach zu viel, wenn er nervös ist. Wartet. Jemand muss Ha Jung Wang warnen. Ich habe ihn gerade an die Küste geschickt. Dort ist er leichte Beute. Bitte findet ihn. Er ist unser einziger Sprengstoffexperte. Wir brauchen eure Hilfe. Okay, dann suchen wir ihn mal. Suche 14. Wuhu. Sehr schön. Oh, die Anmeldenbelohnung. 2 Stunden on. So. So, was haben wir denn alles im Inventar? Ich glaube, ich gehe mal zum Lager und erstau mal ein bisschen was. Also das gibt es nämlich hier in dem Spiel auch. Falls man das nämlich nicht weiß, hier dieser Typ hier,
die hier vor diesem Ding hier steht. Das ist das Lager und der ist der Lagerwart. Und hier kann man dann auch Sachen einlagern. Am Anfang kostet hier nun ein bisschen Bronze, Silber etc. Später wird das natürlich umso teurer, umso weiter oder umso mehr Platz ihr freischalten wolltet. Aber das machen wir erstmal. Die 10, hier diesen einen Silber. Und hier braucht er zum Beispiel hier diese Beutel zum weiter freischalten. Und hier im Sekundären machen wir das auch mal. Die 10. Ein Silber nehmen wir auch mit. Hier braucht er zum Beispiel nur einen Beutel, um das weiter freizuschalten. Hier braucht ihr 5. Ich mache es zumindest immer so, im Primär lagere ich hauptsächlich meine Waffen und Kristalle, die wir später noch bekommen, die lagere ich, oder auch Accessoires, die schmeiße ich meistens hier ins Primärlager und den Rest schmeiße ich meistens immer ins Sekundär, weil da einfach später auch mehr Platz vorhanden ist. Also das brauche ich erstmal nicht und das auch nicht. Ansonsten behalte ich das erstmal. Das kann man jetzt nicht einlagern. Das bleibt erstmal so weit im Inventar drin. Wir haben ja noch genug Platz. Aber das wollte ich euch auch schon mal zeigen, dass da auch ein Lager gibt, wo man auch mal seine Sachen ein bisschen einlagern kann. Die man jetzt zurzeit nicht braucht und man im Level später aufhebt. Ja. Ich würde sagen, ich mache dann hier erstmal einen Cut bei diesem Lagermann, diesem Lagerkollegen. Ich bedanke mich für die, die hier zugeschaut haben oder auch mal vorbeigeguckt haben. Und ja, mal schauen, wann der nächste Stream anfängt, beziehungsweise wann ich das nächste Mal Zeit habe dazu. Vielleicht klappt es morgen schon, muss mal schauen. Ansonsten könnt ihr gerne auch mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da habe ich auch schon mal so einen Run-Through durch das Game gemacht mit dem anderen Char. Falls ihr eben schon weiter seid als ich jetzt oder falls ihr da mal irgendwelche Sachen wissen möchtet, könnt ihr auch gerne da mal reingucken. Da habe ich auch mal so ein paar Tipps, Tricks und Info-Videos auch gemacht auf YouTube. Da könnt ihr auch mal reingucken, da sind auch die Sachen, die auch teilweise hier in den Quests erklärt wird, auch nochmal ein bisschen mit aufgegriffen. Ansonsten, wie gesagt, soweit erstmal für heute. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wärt. Ansonsten sage ich mal bye bye und warte mal, vielleicht können wir nochmal jemanden reden, der im Well on ist. Lasst mich gucken, ob wir da irgendjemanden finden. Ansonsten, gucken. Das ist jetzt ein englischer Channel, hätte ich im Angebot. Der spielt auch Blade and Soul. Ansonsten keine Ahnung. Gerade wen ich noch reden sollte. Okay, ich würde sagen, wir lassen das, da es ja eigentlich hier ein deutscher Kanal ist. Nicht eigentlich hauptsächlich deutsche Kollegen auch reden will. Ich kenne halt leider noch nicht so viele. Deshalb gibt es halt heute erstmal kein Raid. Aber ansonsten vielleicht beim nächsten Mal. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hoffe, es klappt morgen im Well. Bis dahin, ciao, ciao und einen schönen Tag noch.